Schlüssel gefunden. Herzlich willkommen zum neuen Video. Es geht mal wieder um den Dodge Ram. Ich hatte ja in dem Video erzählt, vergilbte Scheinwerfer, dass ich ein bisschen was an dem Wagen machen will. Und darüber sprechen wir heute. Ja, nochmal kurz zu letzte Woche. Da habe ich ja über dieses Gerät hier gesprochen. Über das Gerät der Firma Topdon, Artilink 200, das Diagnosegerät, beziehungsweise Code Reader, ja. Also liest Fehler aus, löscht auch Fehler. Allerdings habe ich in dem Video was falsch gesagt, beziehungsweise ich habe gesagt, das große Steuergerät. Dieses Gerät ist halt wirklich nur für größere Sachen, wie zum Beispiel standlich funktioniert nicht oder so, erkennt er halt nicht, weil das wird halt nicht im großen Steuergerät gespeichert. Diese kleinen Geräte, die lesen immer nur die Motorsteuergeräte aus, ne? Also da wollte ich mich nochmal kurz korrigieren bzw. verbessern, dass ihr das nochmal richtig hinnimmt, ne? Also wer das Video noch nicht gesehen hat, hier oben ist der Link. Da rede ich über diese kleinen Geräte und man konnte auch über einen Link 15% bekommen. Und ja, das Ganze ging bis zum 25. Wer da Interesse hat und sagt, ey Mischa, ich will mir so ein Gerät auch nochmal kaufen, nachdem ich jetzt dein Video gesehen habe, dann schreibt mir doch gerne eine persönliche Nachricht unter hier, MF Test Drive. Und dann versuche ich diesen Link nochmal zu generieren, beziehungsweise werde nochmal mit denen sprechen. Das dazu. So, und dann zum heutigen Video. Ja, ich will in den Dodge ein bisschen was machen. Ich habe jetzt schon die Scheinwerfer hier oben, beziehungsweise die Positionsleuchten, die habe ich jetzt schon geändert. Die sind jetzt mittlerweile schwarz, die waren ja vorher orange und waren doch sehr kaputt und brüchig und so. Deswegen habe ich jetzt schwarze Leuchten, die habe ich bestellt in Amerika. Hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis sie gekommen sind. Die sind jetzt drauf. Und da ist mir so ein bisschen bewusst geworden, dass das Auto wirklich schwarz-weiß ist. Also nur weiß und schwarz. Da ist keine andere Farbe irgendwie mit drin. Vorher war da noch ein bisschen orange mit drin. Und somit habe ich mich entschieden, die Felgen nochmal richtig schwarz zu machen. Die waren ja vorher gedippt in Plastik und sind so ein bisschen abgeblättert. Da ich jetzt auch viel in der Waschstraße fahre und so und das Auto da sauber mache. Apropos Waschstraße. Hier ein bisschen sauber machen. Und da blättert jetzt immer mehr dieser Plastikdip ab. Und jetzt habe ich mir gesagt, komm, ich hole den ganzen Plastikdip runter und dann würde ich gerne die Felgen lackieren. Wenn ich jetzt aber zum Lackierer fahre, so mit diesen Plastikdip-Felgen, dann wird er bestimmt sagen, hör mal, willst du mich hier auf den Arm nehmen? Buongiorno! Willst du mich hier auf den Arm nehmen? Ich habe keinen Bock, den Scheiß hier runter zu machen. Das ist ja auch wirklich eine Knibbel- und eine Fummelarbeit. Ich habe das schon mal so ein bisschen versucht, aber da fummelt man sich echt einen Affen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, hier beim Pascal, da ist ein Typ nebenan, die machen mit Trockeneis, strahlen die, also Trockeneisstrahlen. Und das will ich heute machen. Da bin ich jetzt auf dem Weg dahin und werde mir das ein bisschen erklären lassen. Der soll die Felge einmal sauber machen und dann fahre ich mit der... Okay, die Kamera ist aus, beziehungsweise der Akku von dem Ding ist aus, aber ich glaube, wir hören mich da auch ganz gut. Ist auch nicht mehr lang, nur noch ganz kurz. Da fahre ich jetzt hin, werde mir die Felgen strahlen lassen und danach sind sie wieder in Chrom. Dann bin ich mal gespannt, wie es aussieht, aber ich glaube, es wird mir nicht gefallen. Aber gucken wir uns dann zusammen gleich an. Me, I gotta work, suck it up and give a smirk, smiling even though it hurt and see my boss a fucking jerk. They call it a paycheck. Ich bin ja schon angekommen bei Minutenstrahlen. Jetzt hat man hier gerade schon einen Ohrschutz verpasst, weil es wird wohl sehr, sehr laut werden. Übrigens sehr, sehr geil. Die haben gerade hier einen Porsche stehen. Da sieht man mal, so sieht das Ganze vorher aus. Und wenn man dann fertig ist, dann sieht das so aus wie neu. Hier hat man schon so ein bisschen angefangen. Mega. Bin gespannt, ob wir meine Felgen wegkriegen. Das ist Plastikdip. Ja, dann sollte ja eigentlich weg. Weil ja, geht in der Waschstraße auch weg. Ja. Ja, ja, drüben auf der anderen Seite ist ja die Waschstraße, der hat ja so hart drauf gehalten, dass er abgeflogen ist. Ja, und ich will die jetzt einmal lackieren lassen. Und bevor ich die jetzt so zum Lackierer gebe, der wird sich eh... Ja, aber wenn das jetzt funktionieren sollte, dann ist das auch besser, dass du die abmachst und wir die auch von innen machen. Ne? Von innen? Meinst du nicht? Wie meinst du, von, die Felge von innen auch komplett? Ach so, ja, können wir ja den Nachgang machen. Deswegen, ich will ja auch jetzt mal gucken, wie das mit dem Chrom ist. Nicht, dass da irgendwas abplatzen wird. Du wolltest ja, solange er drauf bleibt. Alles klar, danke, ne? Bis dann. Danke, tschüss. Yeah.
5, grind and strive. Fuck a nigga, pay me less. And pay my bills at minimal, but see, you pay me stress. Doing this, doing that, and turn around and scold you true. How I did it wrong when I just did it like you told me to. Fuck you, dick. That's what I be really thinking. No, sir. That's what I be really speaking. Cause even though this job pissed me off, I be sleep. We'll make a nigga piss more. Was sagst du? Geht. Geht gut, ne? Geht gut. Wir sind die ganze Folge wieder recht schlecht. Ich denke, hier mal eine Probe, ey. Ja, dafür reicht das Eis nicht aus, das ist klar. Weil du siehst ja schon, ich muss schon ein bisschen länger draufhalten, so sieht nicht. Ja. Der Gute ist der Chrom, wenn ich angegriffen, ne? Ja, okay, das ist echt geil, ne? Deswegen war ich jetzt auch ein bisschen vorsichtiger. Aber das scheint gut zu werden. Perfekt. Kann man so machen. Ich wollte es hier nur noch. Das ist Plastik, das können wir auch versuchen, wenn nicht Dings. Und die Bolzen, ne? Ja. Weil ich müsste die sonst in schwarz nachbestellen. Ich weiß nicht, wenn man... Ich kann sie nur sauber machen, die sind verrostet. Beziehungsweise ist da Rost dran. Ah, okay. Das heißt, kann ich vielleicht wegnehmen, ein bisschen was. Mhm. Aber die gehen nicht ganz sauber. Dann müssen wir gestrahlt Sand genau, gestrahlt werden. Wenn, dann Sandstrahlen. Ah, dann müssen wir die Sandstrahlen, okay, genau. Ist klar. Ja gut, dann bestelle ich einfach neue Bolzen. Ja. Ne? Ihr macht nur Trockeneis, ne? Ja, wir machen auch Sand. So ah, ihr macht auch Sand? Wir machen okay. auch Sand. Ja gut, dann könnte man die direkt mit Sandstrahlen. Dann würde ich direkt mit schwarz lackieren. Könnte man machen. Ja, super. Das würde funktionieren. Das heißt? Ja. Müssen wir einen Termin machen? Ja, auf jeden okay. Fall, weil dafür brauche ich mehr Eis. Ah, okay, alles klar. Weil das Eis, was jetzt da ist, das ist halt kalkuliert für die Kunden, die schon da sind. Okay. Unter Boden jetzt eine Strahlprobe mal zwischendurch machen, gar kein Problem. Ja, ja, ne, ist ja gut. Aber du siehst, also ich brauche dafür bestimmt, um das Picobello zu machen, weil hier die Ritze ist ja jetzt auch noch nicht Picobello, da muss man noch ein bisschen was reinhalten, ne, weil das so ein bisschen verwinkelt ist, dann siehst du selber hier drin. Ja. Also ich sag mal, Viertelstunde, 20 Minuten für eine. Für eine? Ja. Oh, okay. Dann ist der Picobello, ne? Mhm. Wie gesagt, hier diese großen Oberflächen, die ist ja schön und gut, da geht ja ganz gut weg. Aber das hier reinhalten, das nimmt halt ein bisschen mehr Zeit in Angriff, ne? Und halt die ganzen Kanten, hier genauso wie hier. Mhm. Vielleicht dann einmal rausnehmen, damit man vielleicht auch dahinter strömen kann. Das heißt 15, 30, heißt eine Stunde für alle vier. Wenn er, dann braucht er nur 15, wenn er 20 Minuten braucht, kommst du drüber. Ja, 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 schon klar. Ja. Was bist du bei 600, 700 Euro? Warum? Nein. Warum nicht? Kostet die Stunde kostet 145 Euro. 145 Euro. Hm. Dann kannst du ja überlegen, ob du sagst, okay, wir sind jetzt bei einer Stunde, vielleicht etwas über eine Stunde oder so. Ne? Hm. Einfach nur die Farbe abmachen, dass du hier dich selber um die Bolzen kümmerst. Bolzen kümmerst, hm. Weißt du, vielleicht neue holst, oder vielleicht ist halt günstiger, ich weiß nicht. Ja, gucken wir mal. Muss ein bisschen informieren. Ja, fertig mit dem Strahlen. Ihr habt das gerade so ein bisschen gehört. Ich habe eigentlich gedacht, weil ich hatte letzte Woche mit denen gesprochen und da haben die mir gesagt, Mischa kostet ungefähr eine Minute 6 Euro. Bei Plastikdip habe ich jetzt gedacht, pff, das wird ja so wegfliegen, weil man kann es ja auch so abziehen. Dass es dann jetzt doch ein bisschen länger dauert, hätte ich nicht mit gerechnet, aber dass sie 15 Minuten für eine Felge brauchen, wenn wir es hochrechnen, sind wir bei knapp 90 Euro. Allerdings hat er jetzt gerade gesagt, ja, was kann man nicht so hochrechnen, sondern wenn man einen längeren Zeitraum plant, dann liegt man bei ungefähr 185 Euro die Stunde. So, und anderthalb Stunden werden wir wahrscheinlich brauchen. Das sind 270, 75 Euro. Das ist jetzt nur das Saubermachen der Felgen. Da müssen sie auch noch lackiert werden. Also heißt, lackieren kostet bestimmt auch nochmal 100 bis 150 Euro die Felge. Das sind 600 Euro. Da bin ich bei fast 900 Euro. Ich glaube, für 1000 Euro... Da war klar, dass mein Telefon jetzt geht. Ich glaube, für 1000 Euro finde ich im Netz auch coole Felgen mit entweder guten Reifen in schwarz, also die Felge in schwarz. Ich weiß nicht, muss ich mal am Rechner setzen. Ich setze mich jetzt mal am Rechner zu Hause hin und dann gucken wir weiter. Jetzt sitze ich hier an meinem Rechner und würde gerne mal nach Felgen hier gucken. Also wie gesagt, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, das ist mir zu teuer, 300 Euro für Felgen sauber machen, da würde ich glaube ich lieber versuchen, ein guter Freund von mir, der hat einen sehr, sehr starken Hochdruckreiniger, dass ich den mal drauf halte. Ich glaube, wenn dann auch heißes Wasser mit dazu kommt, dann wird dieser Plastikdick hier auch so ein bisschen weicher. Das würde ich dann damit mal versuchen. So, ich habe jetzt eine Seite aufgemacht, eBay-Kleinanzeigen. Muss man das wegpiepen? Ne, muss man nicht, ne? Da steht Werbevideo. So, was suchst du? Felgen Dodge Ram. Da wird doch schon was angezeigt. So, Felgen Dodge Ram.
Original 805. Achso, ich habe übrigens auf meinem Auto jetzt 265 70 17 Zöller drauf. Guck mal hier in der Seite. Das würde ich schon so hier so zeigen in der Seite, aber hier habt ihr den Bildschirm. Da die Felgen. Also weißer Dodge, klar, neues Modell. Weißer Dodge und goldene Felgen. Sieht auch richtig geil aus, oder? Da seht ihr die Felge auch mal. Boah. Ich finde die Felge richtig schön. Aber hier, der Preis 3.390 Euro ohne Reifen. Gut, das können wir uns nicht leisten. So, jetzt haben wir hier Dodge Ram Felgen 265 20 Zöller 600 Euro Arnstorf. Aber die ist jetzt nicht irgendwie, wo ich sagen würde, ja, ist ein Hingucker, ne? Da ist das Chromo schon ein bisschen kaputt. Ne. Finde ich nicht schön. Das sollte schon so ein bisschen was Besonderes sein. So wie bei dem hier. Boah, ein SRT. Okay, die Felge ist jetzt auch nicht so besonders, aber halt schwarz. Ja, sowas würde mir schon reichen, wenn ich sowas finden würde. So, scrollen wir mal durch. Dodge Ram Wellenbreite Short 550er. Würde ja passen, 265. Ich müsste halt gucken, dass ich direkt was mit Reifen finde, ne? Oder sonst muss ich mir 17 Zöller holen, das ist natürlich Schwachsinn. 1990, 1549 Euro, vier Felgen, matte Gunmetal, Größe 9x20. VW Amarok Dodge Ram 1500, aber der passt, glaube ich, nur auf den neuen Dodge Ram. Lutz Original, Hammer. Pickup. Boah, 1599 Euro, das sind für die R-Klasse, die hatten wir vorhin schon mal. Das ist für die R-Klasse, nee. Hier stehen nur ganze Autos, ich glaube, ich muss nochmal Felgen, da schwimmen da alle Kategorien. Nee, Autoteile und Reifen. Ja, so Felgen finde ich natürlich auch echt schön. Oder solche, boah, finde ich auch geil. Es gibt so einen Autovlogger, nein, es gibt so einen YouTuber, der nennt sich Autovlog aus Amerika. Und der hat so einen, warum drücke ich mir aus, auf den Knopf? Der hat so einen Raptor. Und der hatte auch eine richtig geile Felge drauf. Können wir mal gucken. So, YouTube Autovlog. Ah, falsch geschrieben, da haben wir es aber. So, da ist er, Videos. Das ist Mr. Autoblog. Und der hat Lifting My Job. So, hat der hier Katzenvideos. Scrollen wir mal unten weiter. Da ist das Auto. Da. So, die Felge finde ich richtig geil. Finde ich richtig geil, ehrlich. Darauf hätte ich auch Bock, das ist bestimmt 20, 22 Zoll. Aber da liegst du ohne Reifen, man sieht ja selber hier. Also 2000 Euro hier, nur 20 Zoll. Achso, ich zeige das immer hier mit dem Finger, dabei muss ich das ja hier auf dem Bildschirm zeigen. Da, die Offroad-Felge. Wir springen mal ein bisschen weiter. Die ist auch nicht schlecht, ne? 1100 Euro, wenn man die in schwarz macht. Ich meine, ich finde es natürlich immer schöner, wenn es so ein bisschen geschnörkelter ist, ne? Aber hier vorbei, die Felge ist auch. Die sind auch geil, die Felgen, 700 Euro, aber sind 15 Zöller und die sind halt zu klein. So, 2400 Euro. Also ich glaube, es wird echt darauf hinauslaufen, dass ich sage, komm, ich mache sie selber sauber, bringe sie dann zum Lackierer und lasse sie mir schwarz lackieren. Weil ich finde die Felge an sich ja schön, die ich drauf habe. Nur, es ist halt immer so eine mühselige Arbeit, ne? Alles abzumachen. Hier, Dodge Ram Hemi. Chrom Original, 22 Zöller. Aber da sind jetzt keine Reifen dabei. Oh, 22 Zoll Felgen. Und da nur einem Macko oder
Und die kommen aus Rostock. Ich muss nach Rostock fahren, die Dinger abholen. Auf gar keinen Fall müssen wir die Wände schicken lassen. Ich sag nur, wenn der eine Felge krumm ist und das bei 22 Zöllern, das ist Katastrophe. Gebrauch, guter Zustand für Model Dodge Ram. Es handelt sich um originale Ersatzteile. 55 cm im Durchmesser, 22 Zoll. Ich bin für Angebote offen. Aufgrund der Größe der Felge kommt leider nur eine Abholung in Frage. Dodge Ram Mega Felgen mit 17 Zoll Yokohamas. Neu. Profil sieht gut aus. Ah, das sind die Felgen wieder. Aber der hat die jetzt in 17 Zoll. Mega-Felgen. So, Geoland Yokohama. Die Felge finde ich jetzt gar nicht mal so cool. 1,6 in Hessen orten. Gebiete 4 Mega Deutsch-Ram-Alu-Felgen. Nicht in Deutschland erhältlich. Mit nagelneuer Yokohama Offroad-Bereifung. Die Reifen sind frisch montiert und gewuchtet. Montage nach Absprache möglich. Die Größe der Räder, siehe Bilder bei Fragenstich gerne per Mail zur Verfügung. Die finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Auch schöne Felgen. Gut, ich gucke noch mal ein bisschen weiter, sonst wer weiß, wo das Video hier hingeht. Hier, guck mal. Ein Radsatz, den können wir noch eben nehmen. Aber da steht... Ich mag halt dieses Gebogene nicht und dann so ein bisschen Tiefbett mit Schrauben drin. USK-Felgen Ford F-150 Dodge Ram 9x22 Zoll ET15 mit Reifen Rheinland-Pfalz. Zum Verkauf steht ein Radsatz von dem verkauften 2003 F-150. Hat sich die Billig-US-Chrom-Schicht wohl gelöst und der Vorbesitzer hat daraufhin schwarze Sprühfolie überzogen. Machen das alle? Okay. Von der Sprühfolie wurden mir 2 Dosen mitgegeben für den Fall der Fälle. Die gibt es natürlich mit dazu. Ich habe sie nie benötigt. Abholung wäre mir am liebsten. Versand geht wegen des Gewichts nur mit Spedition. Würde ich aber gegen Kostenübernahme auf einer Opel organisieren. Ja, krass. Also haben wir noch einen, der auch Sprühfolie benutzt hat. Plastikdip. Ah, okay, wenn man näher hingeht, dann sieht man es, ne? Ne, kommt nicht für mich in Frage. Also, Ende vom Lied, um das Video jetzt hier auch abzukürzen. Ich werde sie nicht trocken einstrahlen lassen, sondern ich werde sie sauber machen. Ich werde da zu einem Kollegen mal fahren, der hat, wie gesagt, so einen riesen Hochdruckreiniger. Und ich glaube, wenn da richtig heißes Wasser rauskommt und da ist ein richtig guter Strahlauf, ich glaube, dann kriegen wir die richtig gut sauber. Ich muss allerdings sagen, als der das Stück, was er jetzt schon gemacht hat mit dem Trockeneis, da sieht das Chrom richtig schön aus. Ich weiß nicht, vielleicht gefällt er mir sogar, wenn die komplett im Chrom sind. Da würden wir dann nochmal gucken. Also, der nächste Schritt ist, ich mache die jetzt erstmal sauber und dann zeige ich euch im nächsten Video, wie das aussieht. Darüber machen wir jetzt nicht extra ein Video, ne? Wenn man mit dem Hochdruckreiniger Felgen sauber macht, das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu zeigen. Gut, dann ist es das gewesen und ja. Nächstes Video folgt. So, bis zum nächsten Video. Tschüss, danke fürs Einschalten. Lasst mir doch einen Daumen da und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr machen würdet. Würde mich auch interessieren. Würdet ihr sagen, ey, nee, Micha, auf jeden Fall. Vielleicht sagt ihr, nee, du musst die Pulver beschichten oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte sie gerne schwarz. Wobei, wir gucken mal, wie es aussieht, wenn sie in Chrom sind und dann kann man sie ja immer noch schwarz machen. Ja, verbleiben wir so. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Video.